Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal, heute erstmal ohne Maske, ne? Ohne Maske unterwegs. Wir fahren die G-Klasse jetzt seit 2-3 Monaten und ja, ich möchte in diesem Video einfach mal so ein bisschen die wichtigsten Fragen von euch beantworten, unter anderem die Kosten versuchen runterzubrechen aufs Monatliche, also die Frage beantworten, was für Kosten kommen monatlich auf einen zu, wenn man einen G55 AMG Kompressor kaufen und unterhalten will, und so meine größten Positiv- und Negativpunkte zu dem Fahrzeug aufzählen, darstellen. Viel Spaß mit dem Video, Daumen nach oben. Let's go! Fangen wir mal an mit dem Anschaffungspreis. Also, ich habe gerade noch mal geschaut, das sind 47 AMG G55 Kompressor im Internet zum Verkauf. Und der günstigste, den man kaufen kann, würde ich sagen, liegt bei 45.000. Alles, was da drunter liegt, sind irgendwelche Dubai-Reimporte ohne Papiere. Meine hat ja 35 gekostet. Ich habe jetzt noch mal 5 reingesteckt, also stecken auch ungefähr 40 drin. Also rechnen wir jetzt auch mal mit diesen 40, weil der erste Punkt auf der Liste ist nämlich die Finanzierungskosten. Auch wenn man natürlich so ein 10, 15 Jahre altes Auto jetzt nicht unbedingt finanziert oder leased, hat man Finanzierungskosten in Form der sogenannten Opportunitätskosten. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt 40.000 Euro habt, dann habt ihr A, die Möglichkeit, es in ein Auto zu stecken, oder B, die Möglichkeit, das zu investieren. Wenn wir sagen, irgendeinen normalen Aktienindex 5% Return on Invest, dann haben wir immerhin bei 40.000 Euro monatlich 166 Euro, die wir sozusagen mit diesen 40.000 Euro verdienen würden, wenn wir es in einen ETF oder so stecken würden. Wenn wir das Ganze jetzt ins eigene Business stecken würden, ich will jetzt hier nicht mit irgendwelchen Zahlen flexen, aber nehmen wir mal an, wir haben ein stabiles Business mit 20% ROI, dann hätten wir 20% auf 40.000 Euro sind 8.000 Euro jährlich, sind monatlich 666 Euro, die wir nur an Opportunitätskosten haben. Das heißt, das ist quasi das entgangene Geld, was wir verdienen hätten können, wenn wir das Geld investiert hätten. Zweiter Punkt zu den Anschaffungskosten ist der Wertverlust. In dem Fall jetzt ein 15 Jahre altes Auto, was sehr begehrt ist, sage ich mal, die steigen ja fast schon wieder im Preis dieser Autos. Also ich würde nicht sagen, dass nur aufgrund des Alters der Preis weiterfällt, sondern wenn aufgrund des Zustands und der Kilometerlaufleistung. Wenn wir jetzt also mal davon ausgehen, ich habe das ausgerechnet, wenn das Fahrzeug bei 400.000 Kilometern noch 20.000 Euro wert wäre in 10 Jahren, dann hätten wir einen monatlichen Wertverlust von 150 Euro. Da kommt mal mit auf die Liste. Wir steigen jetzt ins Auto, damit es hier draußen nicht so kalt wird. Zum Glück haben wir hier, trotz 2005er Baujahr, schon Sitzheizung und Lenkradheizung. Mit dem dünnen Alcantara hier die Shirt auf jeden Fall gut rein. Ja, aber kommen wir mal zu den Kosten, die wirklich zum Tragen kommen. Und den ersten haben wir hier schon auf dem Tacho stehen. Das ist der Verbrauch. Wir haben in der Stadt einen Verbrauch von 25 Liter. Überlandfahrt, also Autobahn, wenn man sehr sparsam fährt, so 17, 18 Liter. Ja, das sind jetzt wie gesagt keine Werte, wo man irgendwie großartig aufs Gas drückt. Im Bordcomputer habe ich hier einen Verbrauch stehen innerhalb der letzten 800 Kilometer von 20,7 Liter. Der Bordcomputer ist auch recht genau. Bei einem Spritpreis von zurzeit, ich glaube 1,35 für Benzin. Gut, man müsste eigentlich müsste man mit Super Plus rechnen, ne? Weil eigentlich tankt man in so einem Auto Super Plus. Ja, 21 Liter Verbrauch haben wir. Kosten auf 100 Kilometer, Spritkosten von 28 Euro. Wenn wir davon ausgehen, wir fahren so 1500 Kilometer im Monat, was so 20.000 Kilometer Jahreslaufleistung entspricht, ist, glaube ich, relativ relatable der Wert. Dann sind wir hier 21 mal 1,35 mal 15, 425 Euro Sprit im Monat. Nächster Faktor, den man so relativ gut kalkulieren kann, sind Steuern und Versicherungen. Steuern ist das, was bei diesem Baujahr noch am geringsten ins Tragen fällt. Da haben wir, glaube ich, jährlich 371 Euro, also sagen wir so 33 Euro im Monat. Versicherung ist ein bisschen blöd, das Auto ist ja auf meine Firma zugelassen. Die Firma gibt es erst ein Jahr und wir haben noch keine Schadensfreiheitsklassen. Das heißt, ich starte schön bei SF0 im G55 AMG und liege da bei 137 Euro monatlich. Gut, Leute, wie ihr beim Thema Versicherung zumindest ein bisschen Geld sparen könnt, das erfahrt ihr jetzt dank unseres Sponsors im heutigen Video. Und zwar möchte ich euch nochmal die kostenlose Clark-App ans Herz legen. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt in einem der vorangegangenen Videos. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager. Da kannst du einfach auf deinem Handy alle deine Versicherungsverträge, ob es jetzt Kfz-Versicherung ist, Rechtsschutz, Hausrat, Berufsunfähigkeit, sonst was, alles hochladen und sammeln. Und hast damit automatisch den Überblick über all deine Policen in einer App auf dem Handy und nicht mehr den Papierkrieg zu Hause. Zusätzlich analysiert und bewertet die App noch deine laufenden Verträge, indem sie diese laufend mit dem Wettbewerb vergleicht. Das heißt, du bist immer auf dem aktuellen Stand. Wie gut sind meine Policen? Habe ich eventuell woanders bessere Konditionen, mehr Leistung zum gleichen Preis, günstigeren Preis bei gleichen Leistungen und so weiter? Das sagt dir die App, indem sie dir gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge macht, sodass du immer auf dem aktuellen Stand bist und nicht selber immer alles
ja, auf Aktualität prüfen muss, denn sind wir mal ehrlich, wer macht das schon? Du kannst also in einer kostenlosen App all deine Versicherungen managen lassen, hast damit direkt den Überblick über alle Versicherungen, kein Papierkram mehr zu Hause und sparst dabei noch bares Geld. Und ich habe natürlich auch noch was für euch rausgehauen. Jeder, der sich die App runterlädt und zum Vergleich drei seiner Versicherungen dort hochlädt, bekommt einen 45 Euro Amazon-Gutschein mit dem Gutscheincode HAGEN. Das heißt, ihr müsst nichts kaufen, ihr müsst keine Versicherung abschließen, nichts. Einfach App runterladen, anmelden, drei Versicherungen hochladen und schon flattert der Gutschein zu euch nach Hause. Ich glaube, besser geht es doch nicht, meine lieben Freunde. Vielen Dank an Clark für die Unterstützung in diesem Video. Jetzt können wir die G-Klasse auch endlich mal wieder randvoll tanken. Weiterhin viel Spaß damit. Ja, jetzt kommt eigentlich der Punkt, den man am schwierigsten kalkulieren kann, der am unberechenbarsten ist und der wahrscheinlich auch viele Leute davon abhalten wird, sich so ein altes, teures Fahrzeug zu kaufen. Das sind die Instandhaltungskosten, also Wartung und Reparaturen, die natürlich hier, wie ihr auch auf diesem Kanal unlängst gesehen habt, ordentlich ins Geld gehen können. Also wenn hier mal was am Motor ist, was Großes, am Getriebe, wenn wirklich die Karosserie schlimme Rostschäden hat, so das kann halt richtig ins Geld gehen. Und das lässt sich natürlich schwer auf so einen monatlichen Betrag beziffern. Da ich jetzt seit 5-6 Jahren solche großen Mercedes-Modelle fahre, meine ich da einen ganz guten Mittelwert mir bilden zu können, wenn man monatlich, sag ich mal, 200 Euro einkalkuliert. Vorausgesetzt, man schraubt natürlich viel selber oder hat gute Connections, dann kommt man mit 200 Euro Instandhaltung im Monat eigentlich klar. Eigentlich, ja, wenn einem halt nicht unbedingt der ganze Motor um die Ohren fliegt. Es gibt viele Teile in Erstausrüsterqualität, die man von Drittanbietern beziehen kann, ob es jetzt bei Limousinen, S-Klasse und so weiter Luftbälge sind oder sonst was. Gut, wir sind jetzt hier bei der G-Klasse, da gibt es da nicht so viel. Vielleicht versuche ich es mir mit den 200 Euro auch gerade nur schön zu reden, ich weiß es nicht. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal als optimistischen Wert zur Berechnung heran und Gesamtsumme, hier haben wir die Kurve in der Liste stehen, nachdem, wie man wie gesagt sein Kapital bewertet, wenn man es niedrig bewertet, sind wir trotzdem über 1000 Euro monatlich, die einem zur freien Verfügung stehen sollten, mindestens, wenn man so ein Fahrzeug sich unterhalten will. Hört sich immer irgendwie wieder viel an, aber ich verstehe nicht, warum mich das wieder jedes Mal aufs Neue wundert. So ist es, Freunde. Und ja, jetzt fahren wir noch mal ein paar Meter weiter und dann erzähle ich euch draußen am Fahrzeug noch mal, was ihr denn so für euer Geld bekommt. Ja, machen wir noch mal so ein kleines, was ich mag, was ich nicht mag an meinem Auto. Als erstes sind sicherlich, wie bei jedem G-Klasse-Test zu nennen, sämtliche Geräusche, die das Auto von sich gibt. Vom Aufmachen, ist jetzt schon auch perfekt, also vom Aufmachen über die Türgeräusche, wobei da auch gleich der erste Negativpunkt genannt wird. Wenn es richtig kalt ist, die Fahrertür hat zum Glück noch nie gesponnen hier, aber diese, schaut euch mal an hier, Türverriegelung funktioniert so in der G-Klasse und diese Dinger, die haken, wenn es richtig kalt wird, zum Beispiel hier, guck mal hier, ja, muss man vielleicht nur schmieren oder so, aber das ist so ein kleiner negativer Punkt, der mich jetzt im Alltag schon gestört hat. Ja, Geräusche geht natürlich weiter beim Auspuffsound, wollt ihr alle hören. Diesmal an der Seite, ne? Ja, diesmal an der Seite, Phil, genau. Doch nicht alle Geräusche. Dieses Piepen, der piept immer, wenn man den Motor anmacht und man sich nicht angeschnallt hat. Das ist auch super nervig. Ja, was soll ich sagen auf der Positivseite, Leute? Es ist halt eine G-Klasse. Die Optik seht ihr selber, die muss einem gefallen. Ich finde sie brachial. Das Fahrgefühl, wenn man drin sitzt, kann man mit keinem anderen Auto vergleichen. Die Kraft, mit der das ganze Ding nach vorne prescht, mit diesem Geländefahrwerk und ist einfach geil. Es ist einfach geil. Nur ein G fährt wie ein G. Und ich will auch nicht den Punkt wegdiskutieren, der gehört sicherlich bei dem einen oder anderen G-Fahrer auch dazu. Es ist einfach ein Statement. Wenn du mit einer G-Klasse irgendwo vorfährst, es ist einfach ein Statement. Das kann man sehen, wie man will. Fakt ist für mich, die G-Klasse ist die Rolex unter den Autos. Etwas, was kein Mensch braucht. Außer eventuell ein Pferdehofbesitzer, der seine Pferdeanhänger ziehen muss und Offroad über seine Wiesen fahren muss. Aber der könnte sich auch wahrscheinlich ein anderes Auto kaufen. Was aber einfach trotzdem geil ist zu haben. So, weil es wertig ist, weil es Qualität ist, weil es einem Emotionen und Gefühle vermittelt. Und weil man sich das halt leisten können muss. Also jeder,
40-jährige Familienpapa weiß beim Bäcker, wenn jemand damit vorfährt, wenn ich, kleiner Klaus, da mit der G-Klasse vorfahre, weiß der, irgendwoher muss dieses Geld kommen. Und das ist halt leider in unserer Gesellschaft einfach auch ein Thema. Wie gesagt, deswegen wollte ich das jetzt nicht ganz auf die Positivseite schmeißen, sondern muss man halt mögen oder nicht mögen oder alles hat seine zwei Facetten, sag ich mal so. Gibt aber auch ganz klare Negativpunkte an dem Auto. Das sind in erster Linie natürlich die Kosten, insbesondere der Verbrauch. Da muss man schon echt hart gesotten sein für, wenn man das Ding hauptsächlich in der Stadt bewegt, da irgendwie auf 25 Liter pro 100 Kilometer sitzen zu müssen. Oder auch, wenn man irgendwie, sagen wir mal, 1000 Kilometer in Urlaub fährt mit 20 Liter Verbrauch, da muss einem die Kohle schon echt egal sein. Wobei ihr ja gerade gesehen habt, hinsichtlich Reparaturen und so weiter, der Sprit ist nicht mal der größte Posten hier bei den Kosten. Außerdem, wir haben das Auto jetzt zwar von außen mehr oder weniger auf 2020 Optik umgebaut, aber wenn wir uns den Innenraum nochmal anschauen, das ist hier schon so ein bisschen outdated alles. Also klar, das G-Cockpit an sich gefällt mir gut, aber sage ich mal, das Infotainment, das Lenkrad, der Tacho, das sind so Punkte, die mich so wirklich ein bisschen stören, sag ich ganz ehrlich, weil mir das aus der Zeit eigentlich nicht gefällt. Das Auto ist von 2005, aber diese ganze Infotainment-Kram, das ist halt, gab es glaube ich schon Anfang der 2000er. Ne? 2006 gab es dann glaube ich das Facelift, den moderneren Innenraum, das würde mir in dem Fall besser gefallen. Ein weiterer Punkt, der mir nicht so gut gefällt, ist tatsächlich, dass du, klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber mit so einem Auto bist du in einer Großstadt, mit einer schwarzen G-Klasse bist du in einer Großstadt keine Einzelheit, keine Seltenheit. Also wir sind jetzt gerade hier von Wandsbek in die Hafen City gefahren und allein auf dem Weg sind uns, glaube ich, drei schwarze G-Klassen entgegengekommen oder mit uns mitgefahren. Klar, so mit den Scheinwerfern und den Felgen ist das Auto doch recht individuell und gerade auch der G55 Kompressor, den sieht man nicht so oft. Aber ich bin halt ein Typ, sieht man vielleicht auf diesem Kanal. Ich habe Autos gerne so, dass auch nur ich ihn so habe. Weißt du, dass ich mich komplett, also möglichst individuell einfach. Und da gibt es doch schon Abzugspunkte, weil an diesem Brotkastenformartigen kannst du einfach nicht so viel verändern. Und so eine G-Klasse sieht, wenn wir ehrlich sind, nicht immer gleich aus. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das geht bei anderen Autos einfach besser. Und wenn ich dann 40.000 Euro für ein Auto ausgebe und habe so einen Innenraum, den du auch in der 2.000 Euro C-Klasse hast, und sehe von außen aus wie alle anderen, dann sind das für mich doch schon Abzugspunkte in der Individualität. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zur G-Klasse generell nochmal in die Kommentare schreiben. Für mich ist dieses Projekt jetzt eigentlich durch. Ihr habt mir zwar noch ans Herz gelegt, ich solle doch bitte die Spiegel noch auf Facelift umbauen, also die Außenspiegel und die Rückleuchten auf 2020 Optik. Da gibt es so LED-Dinger auch bei eBay. Aber ich muss sagen, das gefällt mir beides so besser, wie es jetzt ist. Das Auto ist jetzt in dem optimalen Zustand, wie sich so ein Fahrzeug befinden kann. Okay, man könnte noch einen Alcantara-Himmel ranbauen lassen, aber da liegen wir mit 3.000 bis 4.000 Euro auf jeden Fall. Ist einfach sinnbefreit für mich. Ich weiß, dass die G-Klasse bei euch gut ankam als Projekt. Das soll jetzt auch kein Abschlussvideo sein oder so. Ich werde mir überlegen, ob ich da noch das eine oder andere zaubern kann. Eventuell wird das ein schöner Werbeträger für Value oder so. Wer weiß, ich weiß noch nicht, wie lange ich das Auto behalten werde. Das war's mit dem Video, Freunde. Kommende Woche geht's weiter mit dem Calibra-Projekt. Ich bin hyped. Die Teile, die ich bestellt habe vor über einer Woche, die angeblich ab Lager lieferbar sein hätten sollen, sind hoffentlich dann auch bald da. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video und haut rein. Ciao, ciao.